Freunde des spaßigen Videoclips. Grüße, hi! Ihr merkt, wir haben wieder viel zu tun. Wollte nur sagen, ist alles wieder in Ordnung. Wir kaufen also diesbezüglich weiter ein. Wie gesagt, es ist Ware. Die Ware, die wir auch verkaufen möchten. Wir müssen natürlich erstmal Ware einkaufen, gezielt einkaufen, weil wir an sich nur die gehobene Ware zeigen und haben möchten. Wir möchten jetzt also wir wollen jetzt nicht runter auf Spielwaren. Wir haben nämlich festgestellt am Wochenende, ich habe auch gerade noch mit Phil korrespondiert, dass Star Wars so langsam verramscht wird. Einige haben bei Mediamarkt etc. gesehen, wie das da alles rumfliegt, auch die DVDs und das alles. Gut, wenn man sich das Ganze anschaut, auch Steelbook von Rogue One. Hey, grüß dich, Hallöchen. Ja, jetzt mache ich wieder aus. So, wie gesagt, alles okay. Ihr könnt wieder bestellen, alles wieder da. Figuren etc. pp. Wir haben eine andere Verkaufsstrategie. Wir wollen euch demnächst die Figuren erst zeigen, so richtig. Darüber philosophieren. Und dann könnt ihr die natürlich bestellen im Online-Kaufhaus. Und da springen wir drüber. Wie gesagt, wir haben hier einen richtigen Shop, wo alle reinkommen. Am Wochenende der Verein. Den Verein ist oben eingeblendet. Dafür mache ich kräftig Werbung, ist in Dortmund, nicht hier vor Ort, nicht hier direkt, aber wir zeigen einige Exponate und vielleicht zeigen wir auch irgendwann mal aus der laufenden Show raus oder auch laufende Dioramen, zeigen wir dann Sachen im großen Schaufenster. Schauen wir mal, weil im Verein selbst sind ganz viele Dioramen, Herstellungen von Kostümen, Saber, ist alles über den Verein bestellbar. Werden wir euch erklären, überhaupt kein Thema, ihr könnt alles beziehen, alles was einem Fan begeistert, alles was ein Kostümträger gerne an Ware haben möchte, kann man diesbezüglich hier erwerben oder ich sage euch, wo ihr es erwerben könnt. Das ist das Ziel dieser Sendung, die noch nicht gestartet ist. Wir haben noch keinen 25.05. Wir haben immer noch Force Day. Wir haben immer noch so zwischendurch. Wir unterhalten uns über Rogue One. War das gut? War das nicht gut? War die Steelbox in Ordnung? War das Material in Ordnung? War ja dieser Bonus, der dabei war, ist das Bonus? Kann man nicht sagen, dass es Bonus war. Wir haben am Wochenende viele E-Mails erhalten, auch Bilder erhalten, wie doch Star Wars verramscht wird bei Mediamarkt und so weiter. An sich ist Star Wars Kult, aber mittlerweile ist das kein Kult mehr. Mittlerweile kommen die Schnapper und Schnäppchenjäger wollen haben, ach komm, mach mir das doch günstiger und so, um selber mit dieser Ware dann Umsatz zu machen. Das heißt also, hier hätten sie es gern fast umsonst, ja, komm, kannst du mir das nicht billiger geben oder so. Und nachher stellen wir ja mit unseren Dreireich US und Ditko Sachen, also stellen wir es fest, also der Böse. Der böse Adolf, der ging dann für 100 Euro über der Ladentheke und nachher konnte man das Ganze dann bei Amazon für 1000 Euro den bösen Adolf kaufen. Ja? Also wir verkaufen ja auch, okay, das finde ich in Ordnung, habe ich nichts gegen. Wir verkaufen auch Automodelle, günstig, gehen wir dann halt günstiger demjenigen und der baut die wirklich um, macht dann BVB raus oder Schalke oder Bayern, leben und leben lassen. Also der kauft die dann bei uns günstig ein. Verändert die 1:6, manchmal Riesendinger, meistens 1:32, 1:24, ihr wisst, oder 1:18, je nachdem, auch Motorräder mit Nummernschild und all solche Sachen, ist klar, eine Hand wäscht die andere, es muss nur stimmen, es kann nicht sein, dass wir teurer einkaufen, günstiger geben, damit auch er derjenige, welche da zum Zuge kommt. Nee, das geht nicht. Es muss schon alles klappen. Ist in Ordnung. Wenn 1 Euro dran haften bleibt, ist okay. Aber nicht, wenn wir 3, 4, 5 oder 10 Euro dazu tun. Das geht auf Dauer nicht. Also, ihr seid hier in einem total neuen Konzept. Figurenkonzept, Filmkonzept. Lasst euch überraschen. Wir ziehen da durch. Also am 25.05. soll der Film kommen. Wenn der Film nicht kommt, dann kommt was anderes, aber ist halt so, wir stecken nicht drin, jeden Tag, wir leben jeden Tag und jeden Tag sieht die Sache anders aus. Heute war nur ein Teil da, morgen kommt das nächste Teil, irgendwann im Juni hat dann nichts mehr mit diesem zu tun, was wir uns jetzt hier ausgedacht, 40 Jahre Star Wars, 40 Jahre Star Wars gefeiert, nee, läuft dann nicht, da müssen wir durch und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wie gesagt, versprechen können wir euch da nicht allzu viel im Voraus, weil wir noch an dem gesamten Konzept arbeiten. Das,
der Dortmunder Club bzw. der Dortmunder Verein ist da noch kräftig am Arbeiten und wir hier vor Ort sind kräftig am Arbeiten. Ja, wir versuchen alles Mögliche dem Fan gegenüber zu geben, aber schätzungsweise ist hier fanfreie Zone. Es waren viele da beim Force Day, muss ich ja sagen, Kostümträger, Schneider, ja, aber wenn die keine Lust haben mitzumachen und nur hinter der Kamera, wir brauchen auch welche vor der Kamera, wir wollen ja auch euch was zeigen. Das ist ja unsere Online-Geschichte. Hier im Shop wird natürlich nichts gezeigt. Hier erleben die Leute, die Zuschauer, die Kunden das hautnah etc. Viele kommen auch damit, wie gesagt, nicht klar. Die wissen nicht, was das ist. Ist eben so. Nicht jeder weiß, dass es Star Wars gibt oder kriegt er Sterne. Nee, nee. Also ist alles ziemlich umstritten. Wie gesagt, vielleicht müssen wir ja auf die Zombies eingehen, Z-Nation und wie die alle da heißen. Ist so. Viele wollen halt Zombies haben. Aber wenn ich ehrlich bin, den ganzen Tag hier mit Halbtoten hier sitzen, ich weiß nicht. Muss ich mal gucken, wie das so ist. Vielleicht machen wir dann auch noch irgendwie so einen Shop auf. Muss ich mal gucken. Im Moment sollte das so eine Art Spaß sein, aber mittlerweile wird aus dem Spaß gewaltiger Ernst und Ernst bedeutet immer harte Arbeit und harte Arbeit bedeutet auch Müdigkeit etc. pp. Und bei so einem schönen Wetter setze ich mich jetzt lieber vor die Sonne, bevor ich hier weiter rede. Bedanke mich beim Zuschauen. Wie gesagt, erwartet nicht zu viel, aber erwartet etwas, okay? Es kommt eine Menge auf euch zu.